Willkommen zurück, liebe Leute, Dokkan Battle.de mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Heute heißt es Mono Agility Team versus Rose. Schauen wir uns das Team einmal an. Unser Mono Agility Team. So sieht's aus. Natürlich haben wir unseren Guard Leader, Super Vegeto, Rose als Damage Quelle, Blue Kaioken ebenfalls als Damage Quelle und Super Saiyan 3 Kakarot ebenso als Damage Quelle. So. In diesem Team haben wir dann noch Ultimate Gohan, er ist ein Stunner, Rash and the Sun und Tank Gold Freezer. In diesem Team haben wir alles außer einen Sealer. Wie gesagt, ein Sealer fürs Agility Team ist schwer zu finden. Es hat, glaube ich mal, nur einen, beziehungsweise hat es noch keinen guten in dem Sinne, dass dieser Sealer auch SSR oder Ultra Rare ist. Ist mir bis jetzt nicht bekannt. Wir hätten einen Shenlong, wie ich das öfteren gesagt habe, ihn habe ich leider nicht. Aber dieser Shenlong droppt, ist eine Rare-Karte, wo man keinen entdecken zu einem SR. Heißt, ihn kriegt man, also ist nicht allzu schwer ihn zu ziehen. In welchem Banner er ist und nicht ist, weiß ich jedoch nicht. Normalerweise sollte der in fast jedem sein. In dem Extreme Type Team sollte der auf jeden Extreme Type Banner sollte auf jeden Fall sein. Der Banner zu Rose. Aber wie gesagt, Guys, ich habe ihn leider nicht. Wir werden es mit dem Team versuchen. Mono Agility. Das Team habt ihr gesehen. Jetzt suchen wir uns einen Super Vegeto als Leader. Freund Leader. Jo, nehmen wir ihn, passt. Items. Heals. Nehmen wir Prinz Pilaf. Mit ihm können wir Super Attack stealen. Und Ikaros. Alright, let's go. Nun, in einem Mono Agility Team, in dem Team jetzt beispielsweise, haben wir den einen riesen Vorteil. Und zwar bekommen wir an sich wenig Schaden vom Gegner. Denn wir haben zweimal Super Vegeto, er kontert normale Attacken mit 80%, sorry. Und schlägt noch zurück mit Tremendous Power. Dann haben wir Golden Freezer, tankt schlechthin 90% Schaden. 90% Schaden verringert er, wenn die HP 50 oder drüber sind. Also in dem Team versuchen wir, unsere HP immer hoch zu halten, mehr als 50%. So viel wie es geht zu kontern. Natürlich schlucken wir die ein oder andere Super Attack, weil wir eben kein Ziel haben. Wir haben nur den Ziel mit Items. Und ansonsten hauen wir Damage raus. Okay, bin gespannt, wie wir mit diesem Team gegen Rose ankommen werden. Wir haben bereits das Rose-Event gemacht mit einem Super-Type-Team und einem Tag-Team, Mono-Tag-Team. Falls ihr das Video dazu nicht gesehen habt, die Videos dazu, checkt das in meinem YouTube-Channel aus. Das sind wirklich gute Videos geworden. Und auch ein bisschen interessant. Ich will euch den Einblick hinterlassen. Ich will euch zeigen, mit welchem Team man diese Events schaffen kann. Es gibt nämlich mehrere zig Variationen. Und ich pick mir so, ich sag mal, die Variation aus, die zum einen aktuell sind. Aktuell in dem Sinne, sie richten sich an den aktuellen Banner. Da hatten wir den Super Type Team mit Blue Vegeto. Und dann die üblichen Variationen mit den Guard-Leadern. Und wie ihr seht, haben wir schon richtig gut Damage rausgehauen in der ersten Runde. Wir hätten ihn fast bekommen. Genau, wir haben es einmal dann gemacht mit Gotenks den Guard-Leader und hier machen wir es mit Agility. So. Und weg ist er. Auf der zweiten Stage mit Sommers, der natürlich unsterblich ist. Also gehen wir konstant auf, genau, Rose. So, wir stellen Freezer ganz nach links, da bekommen wir nämlich zwei Angriffe. Die tanken wir weg, denn ich weiß nicht, ob da eine Ulti dabei ist. Stellen Vegeto in die Mitte gegen Sommers. Falls wir eine Ulti kassieren, macht nichts, denn wir haben einen Typenvorteil. Falls uns normal angreift, umso besser, wir kontern ihn. Da seht ihr, 101, das ist nichts. Wir bekommen wirklich keinen Schaden mit Freezer.
Aber natürlich macht er auch selbst weniger Schaden. Also er ist wirklich nur ein purer Tank. Rose gegen Rose. Der gewinnt. Zack. Aber ihr habt es vielleicht gesehen, wenn mein Rose den Rose vom Event angreift, dann buggt das ein bisschen bei der Super Attack. Denn man sieht seinen Körper nicht. Ich werde euch darauf hinweisen, wenn es wieder dazu kommt. So. Blue Kaioken. Ich versuche immer Blue Kaioken in die Mitte zu stellen. Denn er ist der Keygeber schlechthin. Er hat fast jeden aktuell guten Keylink-Skill. Over the Flash, wenn mich alles täuscht. Shuckling Speed und Prepared for Battle ist es, glaube ich. Das sind einfach, glaube ich, an die 5 Key, die er so gibt. Deswegen stelle ich in die Mitte, damit unser erster Charakter und unser letzter von ihm gut Key bekommt. Oh, 92.000 Schaden, okay. Das hat gesessen. So. Wie ihr seht, sind wir nun unter 50%. Heißt, Freezer tankt nicht mehr. Darauf müsst ihr immer achten. Sorry, guys. Heißt, wir werden es so machen. Gehen mit Super Vegeta auf Rose, wie immer. Und stellen genau Ultimate Gohan hier hin, in der Hoffnung, dass er gestunt wird. Heal uns doch jedoch zur Sicherheit. Weil der Schaden von der Super Attack war schon heftig, 290.000. Und genau, in der Hoffnung, dass wir ihn stunnen oder auch in dieser Runde schon kriegen. Okay, das ist der Crit, jedoch unnütz gegen Samas. Okay, ja, wir haben ihn. Das sollte ihn finishen, yeah. Nice, auf geht's. Round 3. So, jetzt müssen wir aufpassen, denn wir haben kein Tank-Up. Die meiste Death in diesem Team, diese Konstellation hat Kaioken, also stellen wir mal ganz nach links. Dann machen wir es lieber so. Oder obwohl. Ja, wir machen es so. Jetzt müssen wir kurz aufpassen, und zwar aktivieren wir Ikarus. Und zielen, nicht zielen, wir zielen ihn. Wenn wir von ihm eine Super Attack kassieren, das würde schon sitzen, auch mit dem Damage Reduction durch Ikarus. Okay. So, da seht ihr, auch Blue Kaioken kassiert wenig. Jetzt natürlich haben wir den Ikarus Buff. Jedoch, kriegt Blue Kaioken an sich einen immensen Attack und Death Boost für 10 Runden durch seine Passive. Beim Dreifachen Kakarot ist es, glaube ich, für 7 Runden, genau. Hier, habt ihr das gesehen? Da hat der Körper von meinem Rose gefehlt. Okay, so, was ich hier jetzt machen werde, ist, ich werde ihn nochmal zielen, denn wir haben die ideale Konstellation. Wir haben am Anfang unseren Super Vegeto. Oh, okay, aber wir können ihn leider nicht die Ulti zünden. Deswegen, ja, deswegen will ich ihn kontern. Ich werde jetzt so machen, dass ich mit Ultimate Gohan nicht ulten werde, weil ich die Konter haben will. Denn er hat eine Rash Chance zu stunnen. Und ich will das nicht, dass, ja, dass er ihn stunnt. Weil ich ihn eben kontern will. So, 1, zack. Zwei, zack. Also das ist eben auch die Devise, die Taktik. Zielen, beziehungsweise darauf hoffen, dass nicht Super Attack und kontern. Und tanken mit Freezer. Denn am Anfang lassen wir drei Attacks von Rose auf Freezer. Die tanken wir alle weg.
Dann bekommen wir 2 auf Kaioken. Wenn dabei eine Ulti sein sollte, könnte es brenzlig werden, also healen wir uns nochmal. Wie ihr seht, ist mit dem Team etwas itemreicher als mit einem Super-Type oder Mono-Tech, sorry. Weil in einem Super-Type-Team haben wir eben unsere Konter durch Blue Vegetto, Super Vegetto. Also wir machen da auch an sich viel Schaden. Brauchen eigentlich nur die Heals und Seals vielleicht von Items her. Und Monotech haben wir eben den Typenvorteil, dass wir an sich schon weniger Schaden kassieren. Hier haben wir keinen Typenvorteil. Deswegen seht ihr auch, ist bemerkbar, wir brauchen mehr Items. So. Wie machen wir es hier am besten? Hier versuche ich mal anfangs zu stunnen, wenn es klappt. Ansonsten gehen wir drauf. Icarus aktivieren wir. Und yeah, go. Komm schon, stun ihn. Können wir ihn stunnen? Ah, ich weiß nicht, sah nicht so aus. Oh, hier kassieren wir die Ulti. Die schauen uns aber. Ah, 67.000. Och, nochmal Glück gehabt. Gut, dass wir Icarus benutzt haben. Jetzt greift unsere Rose an mit dem Bug. Und zwar kommt der. Zack, hier ist er. Wo ist meine Rose? Aber gut, er hat ihn besiegt. Und ja. Nice. So, Guys, das wäre das Mono Agility Team gegen Rose. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hat euch ein bisschen geholfen, um zu sehen, ja, welche Teams kann ich benutzen gegen Rose, was am besten, was kann ich auch, was für mich realistisch von in dem Sinne her, welche Karten ich habe. Und genau, wir hatten Super-Type, Tech-Type und Agility-Type. Das wären so die Teams, die ich euch empfehlen würde. Und ich hoffe, ihr habt Glück bei dem Event, könnt schön die Stones farmen. Falls ihr Rose oder Blume gezogen habt, viel Glück dabei, bleibt dran. Denn wir kriegen ja jeden Tag die 5 Stones, 5 Stones pro Tag. Und ein Single Summon, man weiß nie, es kann immer passieren. Das war's das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, like das Video, teilt es, subscribe meinen Channel und folgt mir auf Twitter, Guys. Peace.